walked into the room dripping in gold. Servus Leute, Alomo hier und ich habe für euch in Destiny den Glitch aller Glitche. Genau richtig gehört, ihr werdet gleich Zeuge werden, wie der Endgegner des aktuellen Raids der Gläsernen Kammer, Atheon, in circa 1 Minute 40 besiegt werden kann. Und ganz wichtig, ich bin nicht der Entdecker dieses Glitches, sondern ich habe durch Hörensagen davon mitbekommen, dass das Ganze wohl möglich ist, habe mich ein bisschen schlau gemacht und dann auch rausgefunden, wie das Ganze funktioniert. Was genau ihr tun müsst, werde ich euch einfach am Ende des Videos kurz sagen, beziehungsweise was für Klasseneinstellungen ihr machen müsst, was für einen Charakter ihr braucht. Ganz wichtig, ihr braucht 6 Leute, klar, denn ganz normal werden 3 Leute am Anfang ja raus teleportiert, so wie es nun mal üblich ist im letzten Level, und die 3 anderen, die rennen jetzt den Weg, den ihr ab hier einfach seht, das heißt direkt vom Spawn aus weg, 3 Leute auf der linken Seite entlang, die anderen 3 verstecken sich am Spawn hinter der Säule, sodass der Endgegner hier die nicht sieht. Dann wird kurz auf den gefeuert, um den auf sich aufmerksam zu machen. Und dann verstecken wir uns hier hinter dieser Säule. Grund ist einfach, wir wollen den anlocken. Das heißt, der läuft uns nach. Der muss nämlich an einer bestimmten Stelle stehen, damit das Ganze funktioniert. So, da ist er. Das heißt, er läuft in unsere Richtung. Wir warten noch einen Moment. Und jeden Moment wird er dann diesen Time-Konflux aktivieren. Das heißt, die 3 Leute da vorne, genau, sind jetzt wegteleportiert worden. Und wir warten jetzt einfach an der Stelle, bis die 3 in dem Ort, wo sie hin teleportiert wurden, die Oracles getötet haben. Das ist wichtig, dass die auf jeden Fall auch down gehen, weil sonst ist das Level an der Stelle wieder vorbei und man muss jetzt von vorne anfangen. Und wir warten jetzt einfach, bis das Ganze soweit ist. 7 Oracles oder Orakel gibt es an der Stelle. Und ihr seht hier schon, der Gegner, der steht ziemlich und gefährlich nah am Abgrund. So, normalerweise kriegt man den da ja nicht runter. Jetzt gibt es aber den Glitch in Destiny. Das mit einem Warlock und seiner Superattacke und seiner Granate ein Effekt bei dem Endgegner erzeugt werden kann, dass der ein paar Schritte nach hinten geht. So, wir haben 3 Warlocks hier und ihr werdet es jetzt sehen. Wir hauen alles drauf auf den, was wir können. Granaten, Superattacken, und das erzeugt einfach den Effekt, er läuft nach hinten, er läuft immer weiter nach hinten. Und ja, irgendwann läuft er dann zu weit nach hinten. Ihr seht es jetzt an der Stelle, ich bin tot, die anderen hauen noch ein bisschen drauf und er fällt einfach von der Map. Damit ist das Raid gewonnen, weil klar, der stirbt, das zählt als Tod vom Endgegner. Und hier gibt es die Belohnung, Geschwätzweiß und Aszendentenbruchstücke. Einfach unglaublich, dieser Glitch. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung einfach die Entdecker des Glitches und den entsprechenden Post. Ich hoffe, es hat euch jede Menge Spaß gemacht. Ihr könnt es ja selber mal ausprobieren, aber ganz ehrlich, meine Empfehlung, spielt das Raid auch normal durch. Nachdem ihr es einmal normal gemacht habt, könnt ihr das ja dann auch versuchen, aber lohnt sich definitiv, weil durch einen Glitch sich einen Vorteil verschaffen, ihr wisst's, ist nicht ganz fair. Ich denke, Bungie wird das Ganze auch im Laufe der Zeit patchen und ja, von daher, seht ihr jetzt hier an der Stelle noch kurz, welche Einstellungen ich in meinem Warlock ausgewählt habe. Damit das Ganze funktioniert, benötigt ihr einen Warlock. Es funktioniert wirklich nur mit diesem Charakter. Welches Level ist egal, beziehungsweise es muss natürlich ein Level sein, mit dem ihr das Raid spielen könnt, also mindestens 23. Und ihr aktiviert im Warlock den Leerläufer, das ist der Standardfokus, der von Anfang an aktiv ist. Und dort wählt ihr dann aus die Vortex-Granate, die Nova-Bombe und die Vortex. Genau dieser Vortex-Effekt, den ihr dann in den Granaten und in der Superattacke habt, der verursacht diese Schritte nach hinten vom Endgegner. Ist natürlich einfacher, wenn mehrere Spieler Warlock spielen an der Stelle. Und ja, das heißt, ihr könnt einfach unendlich auf den draufballern, denn wie es im Raid so üblich ist, sobald diese Orakel ausgeschaltet sind im Portal, dann habt ihr einfach unendlich Superenergie, unendlich Granaten und dann haut einfach alles raus, was ihr habt, bis der Gegner von der Klippe fällt. Ihr habt dazu, ich glaube, ca. 10 bis 15 Sekunden Zeit. Dann würde der wieder teleportieren und würde wieder stillstehen. Dann funktioniert das Ganze nicht. Das heißt, haltet euch ran, was das Ganze angeht. Und an der Stelle nochmal den Tipp,
spielt den Raid auch auf normal, also spielt den im normalen durch, mit Endgegner wirklich auf normalem Wege besiegen. Das Ganze ist gar nicht so schwer, ist wirklich machbar, wenn man ein gutes eingespieltes Team hat. Ich bin jetzt aktuell mit den Leuten, die hier im Glitch auch mit dabei waren, dabei, das Ganze auf Level 30 zu spielen. Ihr seht's, ich habe fast Level 30 erreicht. Ich bin mittlerweile sehr gut ausgestattet in Destiny. Mir fehlen eigentlich nur noch die Upgrades dieser beiden Waffen. Und aus dem Raid bekomme ich dann die letzten Gegenstände, die ich brauche, damit ich Level 30 bin. Das ist einmal der Helm und die Schuhe. Sobald ich die habe, kann ich auf Level 30 upgraden und habe damit dann das Maximum erreicht, was bis Dezember möglich sein wird. Macht auf jeden Fall jede Menge Spaß. Destiny ist mein aktuelles Lieblingsspiel und ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß wie mir. Schreibt einfach mal unten in die Kommentare, was ihr so alles Tolles erlebt in Destiny und wie euch der Glitch hier gefallen hat. Und in diesem Sinne, haut rein, euer Alomo.